Präsidentin, danke, Herr Minister. Mich würde mal interessieren, Sie als Zeitzeuge, gab es denn damals Gedankengänge, dass man möglicherweise in ein Wahlprogramm einen Stufenplan oder Ähnliches aufgrund der finanziellen Situation hineinschreiben hätte können und mit der Zielstellung, dann und dann irgendwann das mal abzuschaffen? Hat man das diskutiert? Sehr geehrter Abgeordneter Renz, selbstverständlich hat man das diskutiert. Und die damalige Finanzministerin Kehler hat sich den Hinweis erlaubt. Die Finanzministerin Kehler hat sich nach meiner Erinnerung damals den Hinweis erlaubt, dass es, solange man nicht ein Wahrsager ist, es relativ unseriös ist, wenn man gleichzeitig noch in einer Verschuldungssituation ist, klar definierte Schritte zu beschreiben, weil man noch am Ende nicht weiß, ob man sie einlösen kann. Denn zwischen die Steuereinnahmen und das Ausgeben der Steuern hat der liebe Gott die kapitalistische Konjunktur gesetzt und die geht mal hoch und mal runter.